So, also wir brauchen Treppen, Stufen und das lassen wir erstmal noch. Genau, dann kommen die nämlich hier so hin und hier hin. Und das hier ist ja dann wieder eine Stufe, würde ich daraus machen, eine ganz normale. Ah nein, das muss ein Block sein. Nein, muss nicht. Da kommt ja dann die Treppe davor. Genau. So, 1, 2, 3, 4 Treppen. Ja, super. Dann kann das hier auch wieder weg. Genau. Okay, jetzt kommt man hier auch gut hoch und runter. Finde ich super. So, dann machen wir die Wände als nächstes. Fangen wir mal hier an. Ich werde, glaube ich, auch die Ecken machen, Leute. So, dann holen wir uns gleich mal den nächsten Schwung. Zack. So, irgendwo hier ist dann eine Tür, Leute. Die hauen wir später rein. Jetzt machen wir erstmal die Wand. Pauschal. So, der hier war falsch. Dann machen wir weiter mit dieser Wand. Da fehlen zwei. Nein. So, dann weiter mit dieser Wand. Oh, da sehe ich Eisen, Leute. Das holen wir uns. Sehr schön, das waren jetzt nur 4 oder... Nein, 6. Okay, 1 war irgendwo dann doch ein bisschen mehr. Und dann hier diese Wand. Danach müssen wir noch die Wand von der Treppe machen. Die hier meine ich. Und zwar ist das auf jeden Fall so. So, haben wir das da oben eigentlich auch niedriger gemacht? Nein, da haben wir einfach eine Decke gemacht und fertig. Okay. Ah, ich mach den da unten auch. Wir haben eh genügend, mehr als genügend Stein, Leute. Dann passt das schon. So, bis hierher. So, dann sieht das nämlich gleich aus. Und dann jetzt aber hier auch die Wand dran.
Und zwar bis hierher tatsächlich. Und auch komplett bis oben hindurch. Der ist falsch, den holen wir uns gleich wieder. So, das heißt, man hat theoretisch hier einen Weg rein, aber ich glaube, den hatten wir oben, also hier zugemacht, weil da haben wir, glaube ich, theoretisch auch einen Raum rein und da haben wir einfach hier zugemacht. Genau. Beziehungsweise hier haben wir das, war das so? Okay. Eigentlich müssten wir uns ja hieran orientieren dann. Naja, wir machen das schon, dass es gut aussieht, hoffe ich, Leute. So, also ich würde jetzt gerne weitermachen mit Mauer. Der hier ist jetzt irgendwie fehl am Platz. Den machen wir mal weg. Der kommt dann woanders hin. Ich würde das tatsächlich jetzt auch hier zu einer richtigen Mauer machen, Leute. Oder? Dass man dann hier reinkommt und hier ist dann das. Aber dann sieht das hier nicht mehr so toll aus. Oder? Ja, wir müssten dann eigentlich nur hier mit dem hier weiter vorgehen. Ich glaube, das hier hat uns sowieso immer gestört. Machen wir mal. So. Genau. Und hier wäre dann wieder so. Kommt man dann da noch durch? Nein. Also die Treppe ist 1 zu 1 wie die da. Das heißt, hier ist irgendwo der Fehler. Machen wir mal kurz eine Fackel hin. Weil hier war es tatsächlich bis dahin. Naja, jetzt muss das irgendwie gut gemacht werden, Leute. Mir gefällt auch das hier recht gut, dass wir vielleicht das hier sogar ein bisschen weiter aufmachen, aber es geht wieder in der Treppe nicht. Das gefällt mir dann doch irgendwie ein bisschen. Mal ein bisschen rumtesten. Da hätten wir es tatsächlich auch so, aber dann tatsächlich auch freigelassen in der Mitte. Also so. Dann machen wir das auch so. Und dann würde ich hier die wieder hinhängen. Oder hänge ich sie hier hin? Ich glaube, ich hänge sie hier hin, Leute.
Hier ist sie zwar perfekt bei der Wand eigentlich. Und hier halt direkt davor hier. Und hier, aber wie sind denn die Abstände hier? Wir haben hier den, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Lampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lampe. 1, 2, 3, 4, naja. Nicht so ganz. Nee. Bei eigentlich, ja schon. Von dem her passt das hier wunderbar. Und dann ist hier halt das genauso wie da, bloß dass der Gang enger ist. Das gefällt mir dann doch sehr gut. Und dann müssen wir es halt hier nur weitertreiben mit der Treppe. Wäre hier so. So, weil wir hier haben wir auch 1, 2 und dann bleibt es. 1, 2 und dann bleibt es. Doch, da habe ich noch. Dann wäre hier jetzt noch mal eine. Ich habe keine Treppe mehr. Dann wäre hier jetzt noch eine Treppe. Dann wäre da eine Treppe und dann wäre das hier eine Treppe. Genau. Problem ist halt nur, dass man das dann hier so sieht. Das heißt, man müsste das hier noch ein bisschen weiter machen. Vielleicht ziehe ich das hier wirklich nach vorne und mache das so wie hier. Aber jetzt erstmal hier weiter. Hatten wir hier eine Lampe? Da war hier so eine Lampe. Die können wir hier natürlich nicht hinmachen. Stattdessen werde ich, weiß ich nicht, was machen. So, bei dem da drauf wäre eine gewesen und weil hier offen ist, scheint die super durch. Und hier wäre es halt da vorne. Moment mal, hier ist offen, da geht es ja gar nicht mehr weiter. Wir haben hier diese 1, 2 und dann ist das und dann der Rest ist offen. Das heißt, das hier wäre alles offen. Aber das gefällt mir ehrlich gesagt nicht, wenn hier alles offen ist. Ich glaube, ich möchte das wieder hinpacken. Müsste der hier auch noch geändert werden? So. Und dann die vierte ist ja dann so, genau. Hier haben wir es ja dann so, Leute. Genau. Wäre so. Nur, dass hier eigentlich nur ein kleiner sein dürfte. Ja, dann ist sie offen. Perfekt, Leute. Das gefällt mir sehr gut sogar. Dann tauschen wir jetzt hier noch die Decke aus.
Genau. Ich mache mal sicherheitshalber, Leute, glaube ich, die ganze Decke hier. Also auch da, wo wir die Dinge gemacht haben. Oh, das ist Kohle. Sehr gut. So. Okay. Sieht lustig aus, Leute. So. Ach, das hatte ich schon da. So, dann haben wir hier noch mehr. Ach, das war der Priester unten. So, dann hätten wir das. Und da habe ich aus Versehen die Treppe runtergebracht. Hauen. Eigentlich müsste es ja dann auch hier weitergehen, Leute. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was ich hier hinten hinpacken werde. Ich habe ja hier einfach so zugemacht. Ich glaube, ich mache hier die Mauer auch tatsächlich einfach zu. Vielleicht auch tatsächlich so. So, genau. Und dann mache ich hier einfach zu mit der Mauer. Genau, das gefällt mir schon eher, Leute. Dann haben wir hier einen schönen Raum. Und da, es wird aber hier noch irgendwo weitergehen. Wahrscheinlich hier so. Das müsste, glaube ich, die Mitte sein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, genau. Okay, aber nachdem wir jetzt das haben, Leute, und mir das ja auch sehr gut gefällt hier, müssen wir jetzt noch hier das irgendwie hinkriegen. Wir könnten tatsächlich die Mauer nach vorne schieben. Ist jetzt blöd, weil ich ausgerechnet dort jetzt das, die Endetruhe platziert habe. Habe ich denn meine... Nein, habe ich nicht. Müssen wir später holen, Leute. Ich glaube, ich hole sie gleich. Aber das ist jetzt auch dann blöd. Denn wir haben das mit dem Blauen hier auch recht gut gemacht, eigentlich. Dass genau von hier bis ursprünglich hier das so war. Weiter möchte ich da nicht gehen. Oder möchte ich da die zwei roten hinpacken und das blaue dafür eins nach vorne schieben? Das würde sogar noch gehen, Leute. Das würde sogar noch gehen. Hier möchte ich das nicht, aber hier... Das... Überall hier ist immer eins rum Platz. Das heißt, wir könnten das hier so noch machen. Testen wir das mal. Dann wäre das hier so. Dann packen wir den hier dafür weg. Genau. Oder wir lassen ihn trotzdem da.
So. Naja, es hat vorher schon besser ausgesehen, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist es dann nicht mehr. Jetzt geht, ragt es hier halt noch so ein bisschen rein. Gut, und das hier müssten wir halt alles eins nach vorne packen. Und dann die Wände hier. Die Frage ist, was machen wir denn da? Weil das ist ja eigentlich jetzt hier so passend. Ich glaube, ich mache das wieder rückgängig, Leute. Ja, besser. Definitiv besser.